Warte mal, wie viel Schafe gehen denn in den Anhänger? Nanu, hä? Hallo? Hallo, ist zufällig der Hans da? Ja, der hat gerade eine Online. Ja, hallo? Bist du fertig mit meiner Überweisung? Kann man bei dir auch Bohrballen kaufen? Ja. Ja, okay. Weil ich bräuchte da ein paar. Kannst du dich bedienen hinten am Computer? Kann ich mich da bedienen und bestellen? Wie ja, im Gebäude ist der Computer und da kannst du es hin. Okay. Jo, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. So, 24 Schafe gehen da rein. Warte mal, ich brauche wie viele Schafe? 80 gehen rein. 80, ja. Wären 72 drei Leitungen. Wie viel Kohle haben wir denn noch auf dem Konto? Wir haben 84.000. Was? So viel? Mhm. Naja, und die Schafe werden ja auch wieder teilweise subventioniert. Könnte ich mir ja noch einen Schafstall hinstellen. Ich hab keinen Platz. Ach, vielleicht kaufe ich mir dann noch ein Feld. Das wäre die nächste gute Idee. Ja, aber erst wenn Seasons weg ist, ey. Ja, wobei, ich muss 30.000 muss ich übrig lassen. Mittlerweile nervt mich das auch zu sehen. Ich muss dran denken, dass ich noch Ding brauche. Ja. Wie heißt es? Ach, den Ernter. Oh. Nee, den Ernter. Hm? Fehlen noch ein paar Meter. So, Holsteiner Kühe. Also, warte mal. 25,5. Also. Heißt insgesamt 75.000. Ja, wobei, nee, das geht ja von seinem Konto weg. Hm. Ich mach per Lastschrift, weißt du? Hm. Alter, aber was der hat? Ich dachte, der hätte schon viel, einen Haufen Kühe. Hatte der nicht schon einige? Eigentlich schon. Da ist er wieder. Hallo? Hallo? Ja. Könnte ich mal kurz deinen Traktor ausleihen? Wo steht denn der? Bei meinem Hof. Was machst du damit? Zum Händler fahren und den Futtermischwagen und ein paar Strohballen aufladen. Jo, kannst du machen. Mach halt nicht kaputt, ist ein Lamborghini, vergiss nicht. Ja, und mein LKW ist auch... Ja, Ruski. Nein, passt, kannst du nehmen. Tschüss. Jo, tschüss. Wollen alle, glaube ich, nur mal Lamborghini fahren. Also warte, wir müssen ja geradeaus weiter. Nein. Kann er behaupten, er sei Lamborghini gefahren, gell? Ja. Ja? Ja, kann behaupten, dass er Lamborghini. Na, der Harry. Ach, der Harry. Hä? Alter, ich bin mitten auf der Straße. Was ist hier los? Der Ast, ey. Ich glaube, ich spinne. Na, du bist zu nah am Baum gewesen. Ja, als ob. Das ist seasonsbedingt. Mag sein, keine Ahnung. Also, wir müssen. Nächste Woche wird die Ernte fertig sein. Hoffe ich. Oder die Frucht erntereif sein. Dann sollte sich das regeln. Aber danach werden wir wahrscheinlich
Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Na, alle Felder abernten und dann fliegt sie es raus. Ja, es ist dann ja eh nicht mehr lange. Nee. Ja. Also wir sind im Moment in der dritten Wachstumsphase. Ah, ich meine, das Projekt dauert ja eh nicht mehr lange. Das erwähnen wir jetzt mal nicht. Habe ich ja nie erwähnt. Wieso? Darüber können wir jetzt nicht reden. Hallo, Hans. Ja. Ach so. Ich bräuchte noch eine Ballengabel. Kannst du eben auch bestellen. Im Computer. Okay. Zweite Ladung ist bei dir, Harry. Ja. Ein Hoch auf Freisprecheinrichtung. Warum habe ich keine Kühe drin? Hä? Hast du auf Bestätigen gedrückt? Ja, hab ich. Also beim Aufladen? Ja, hab ich. Alter, sind wir jetzt leer gefahren? Mhm. Warum sagst du nichts? Für was bist du dabei? Ich hab's auch nicht bemerkt. Ich hab auf Bestätigen gedrückt, ey. Und es sind einfach nur unsichtbare Kühe. Nee, war nichts im Anhänger. Hm. Alter, sind wir jetzt umsonst hier hochgefahren, ey. Das nervt mich ja. Kannst du nicht aufpassen, Hans? Nein. Weiß doch, wie ich bin. Wenn mir langweilig ist, dann fällt mir jetzt auch sowas nicht auf. Ja, habe ich gemerkt. Geben wir mal Vollgas hier. Bleib nicht wieder hängen. I give my very best. Ist er 30? Keine Ahnung. Okay. Glaub nicht. Jetzt nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wenn ich so guck. Rennfahrer wäre, glaube ich, mein nächster Hauptberuf. So, Vollgas. Wie war das nochmal mit Rennfahrer? Ja, komm. Muss vorausschauend fahren, habe ich doch gemacht. So, hier, Kurve geschnitten. Attacke. Vorausschauend, ich habe die Kurve geschnitten. Nein, vorausschauend, dass ich den Polizisten gesehen habe. Wow. Und jetzt fährst du wieder schneller. Ja, logisch, hab ja keine Zeit. Ey, ich muss die eine Leerfahrt wieder einholen. Mhm. Kann ja wohl nicht sein, ey. Warum hab ich die nicht gekauft, ey? Kein Geld vielleicht. Doch. Ich glaube, ich habe nur vergessen zu bestätigen. Du hast doch gesagt, du hast bestätigt. Ja, hab ich auch. Bin auch schon müde. Zeit für ein Mittagsschläfchen eigentlich. So, nochmal. Weißt du, was mir ist? Schlecht? Langweilig. Ach so. So, nochmal. Holsteiner. Weißt du, warum ich diese Frage gestellt habe? Nein. Weil mir langweilig ist. Der Vieranhänger ist voll. Ah. Ich habe der Vieranhänger ist voll bestätigt. Aber nicht den Kauf. Ach Mensch. Dann bin ich einmal mit Profis. Ja, nächstes Mal. Ja, was stand da? Hm? Ah. Dann neu mein Reis gleich an. Ich weiß nicht, ob oben rum
Ey, du, kannst du mal fahren? Ich bin irgendwie gerade müde geworden. Können wir tauschen dann. Nicht, dass ich, ich sitze. Nicht, dass ich hier einschlafe am Steuern, das wäre doof. Ich hoffe, du hast den Führerschein. Klar. Vielleicht nicht den LKW-Führerschein, aber ich hab einen. Pass auf, da sind Tiere hinten drin, gell? Ja, ja. Oh. Ja, ja. Pass auf. Ey, übertreib's nicht. Ey. Ey, das Mari ist ein LKW. Pass bloß auf. Pass auf. Ich versuch zumindest. Oh. Aber pass auf, da vorne steht die Polente. Vor allem, wie er sich in einem Busch versteckt. Ja, mit seinem weißen Audi. Langsamer. Ich bin schon auf 50. Ich sehe nichts im Spiegel, ey. Folgt er uns? Nö. Okay. Weiß gar nicht, was der da macht, ey. Vielleicht kacken. Ich glaube, der wartet, bis wieder einer zu schnell hier vorbeifährt. Wahrscheinlich hat er ein Radargerät dabei. Ich glaube, dem ist auch langweilig. Ich streife. Oh. Hallo, Harry? Hallo? Ja? Hast du gerade abgeladen? Ja, theoretisch schon, praktisch nicht. Ich habe eine Leerfahrt gemacht, ich Idiot. Ich habe vergessen zu bestätigen, zu unterschreiben. Der beim Viehhändler hat mich weggeschickt, da dachte ich, die hätten aufgeladen, aber anscheinend haben sie mich nur so weggeschickt, weil ich nicht unterschrieben habe. Also die zweite Ladung kommt jetzt. Ja. Hast du gehört? Ja. Okay. Hans? Steig mal aus kurz. Ja? Warte mal. So, steig ein. Also zweite Ladung ist unterwegs, Harry. Okay. Gut, bis gleich. Gleich. Tschö. Tschüss. Hans. Zum Glück war das so eine junge Birke, dass die so gut nachgibt, ist alles. Nichts passiert, bestimmt. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder wach. Deswegen wollte ich auch nicht fahren. Weil ich ja theoretisch bin, irgendwo ist auch schon mit Schlaf. Wer steht da? Marlon. Hallo, Marlon. Hallo. Wo bist du denn her? Ich komme von weit weg. Draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet viel sehr. Oder so ähnlich, ne? Ja, irgendwie so. Okay, ich muss weiter zum Harry. Muss Kühe abladen. Jo. Tschö. Tschüss. Ach, der Hans, ey, den werde ich auch nicht mehr los. Hä? Dich werde ich auch nicht mehr los. Husch, husch. Vögel hier auf der Straße. Das ist langweilig. Ich kann es nicht loswerden, solange mir langweilig ist. Dann guck mal nach meinen Feldern im GPS. Dritte oder vierte Wachstumsphase? Welche war es vorher? Drei. Ist immer noch. Also so darf man Ballen transportieren. Warte, ich guck mal eben, was jetzt an. Nein, komm, lass ihn.
Alter, jetzt ruft er. Harry? Ja? Ich hab damit nichts zu tun. Hast du schon raus? Ja. Okay. Darfst du, oder? Ja. Ja, Hans, wen hast du jetzt angerufen? Niemanden, alles gut. Wir fahren nochmal. Ja. Tschö. Tschüss.